Yo Freunde, was geht? Euer Khaled hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 17 The Journey. Ich bin ein bisschen verschlafen aus. Liegt daran, dass ich leider todmüde war nach der Arbeit. Und ich bin einfach nur platt gewesen. Deswegen habe ich eine kleine Nickerchen gemacht. Und ja, ich bin jetzt hier in der Aufnahme und ich würde sagen, wir starten mal wieder los mit einer neuen Folge von The Journey. Wir haben jetzt einen Training Day und den simuliere ich jetzt. Ich finde das viel besser, oder? Kann man den nicht simulieren? Doch, kann man simulieren. Doch. Freunde. Wir sind jetzt mittlerweile schon weit gekommen, ne? Willkommen, Gentlemen. Es kann eigentlich immer besser werden. So, was wird trainiert? Schussgenauigkeit, Lupfer wieder, ne? Also das wird ja wie anfangs auch immer wieder nur durch einen Punkt immer verbessert. Ist ja auch gut, aber hätte man sich vorstellen können, dass auch ein bisschen mehr kriegen könnte. Was mir gerade aufgefallen ist, Leute, wenn ihr mal hier die Männer seht, Hunter ist einfach mal so ein Außenseiter ganz links. Das habe ich erst jetzt gemerkt. Aber egal. So, simulieren wir. Hatten wir Beschleunigung nicht auf 80 gehabt? Komisch, oder verwechsel ich bestimmt mit irgendetwas, egal. Ich denke, das war eine halbherzige Einheit. Bitte zeigt in der nächsten mehr Einsatz. So Leute, gegen wen spielen wir jetzt als nächstes? Ich bin echt gespannt wieder. Weil ich will immer noch den richtigen Durchbruch schaffen. So richtig haben wir den ja noch nicht geschafft, ne? Ist ja logisch. Das war's im Europapokal, Manchester City. Du verpasst echt nichts, Mr. Alexander. Haha. Selber schuld, wenn man mich abgibt, ne? Ne? Ist ja klar. Mr. Alexander, du verpasst echt so einiges. Nein. 5:1, ich will mehr. Achso, ja, genau, das war ja der letzte Sieg. Statistiken. Ja. Gegen wen spielen wir? Zu Hause gegen Wigan Athletic. Boah, das ist. Die spielen ja jetzt auch zweite englische Liga. Die haben ja auch in der ersten Liga gespielt. Shit. So einige Mannschaften treffen wir gerade, die hier erste Liga gespielt haben. Wir sind Ersatz, ne? Ich frag mich, ob ich. Mal eine Mannschaft. Ich mach mal alleine. Mal kurz alleine. Hoffentlich führen wir, wenn ich eingewechselt bin. Dann ist es nicht allzu schwer. So, wir sind Vierter, aber wir wollen ja weiter hinaus, ne? Jetzt kommt er rein, Alexander, immerhin. 10 Minuten bleiben ihm noch. Es sieht gut aus für Sie, Sie sind knapp vorne. Und klar, Hunter soll hier nochmal offensive Akzente setzen, wird aber auch nach hinten arbeiten müssen. Newcastle United. Richtig tolle Stimmung zu hier. Bus. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Da steht mal fest. Ja, 2-1 für uns. Alles und auch auf dem Feld so geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Regulär sind es noch 7 Minuten. Jetzt vielleicht Danny Williams. Abwehr hat aufgepasst. Spiel doch ab. Williams am Ball. Sehr schön, sehr schön. Voller Einsatz, Schuss gesetzt. Sehr schöner Danny Druck gemacht. Williams. Ein fantastisches Meine Balleroberung. Und ein weiteres Tor und auch das geht in Ordnung. Sie zeigen eine super Leistung heute. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. 3-1 heißt es also jetzt. Hey, wieder die nur letzten paar Minuten 5 bekommen. Minuten sind eingeläutet. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schöne Flanke. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. Boah, kriege ich ihn noch? Boah, das wäre so geil. Schade. Gutes Zuspiel. Sehr schön. Guter Einsatz, er hat den Ball. Sehr schön, Ecke für uns.
Ah, schade, dass ich ihn nicht bekommen habe. Das wird hier Ecke geben. Auf den Rängen ist die Stimmung klasse, oder? Was meinst du, Buschi? Sehe ich auch so, Wolf. Da bekommt man Gänsehaut, Hühnerbälle, wenn man die hier singen hört. Mach Druck, Mann. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Jamie Sterry. Alex Hunter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Foul. Er gibt das Foul und Freistoß. Da steht er gut und holt sich den Ball. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Jetzt wird's gefährlich. Also, da läuft man sich. Egal. Da läuft man sich extra gut verteidigt hier. Aber da kann kommt nichts draus machen. Das wird direkt ist also unter Druck gesetzt. 3:1. Egal, wir haben wenigstens Sieg ist Sieg. Fragt später eh keiner mehr. Das letzte Tor eingeleitet. Und nun ein Schuss. Ist auch gut so, ja. Voller Einsatz. Schuss gibt Danny Williams. So, wie sieht die Tabelle aus? £100,000 Einnahmen, boah, also 100 und 1.000 fast. So, wir sind Dritter, wir sind einen Tabellenplatz hochgekommen. Haben wir eigentlich ein Spiel verloren? Ein Spiel haben wir verloren, okay. Okay, die beste Abwehr haben wir jetzt auch nicht, deswegen 13. Nee, das ist die Tordifferenz, sorry. Sheffield Wednesday ist Zweiter, okay. Bin mal gespannt, wann wir gegen die spielen, aber. Machen wir mal, das war. Achso, wir sind ja schon am Aufstiegsplatz, ne? Stimmt. Das ist wahrscheinlich Relegation. Nummer 3. Aber besser ist es, höher reinzukommen. So, weiter geht's. So, passend ist angesagt. Im Training Day. Das Ziel dieses Clubs ist es, noch besser. Steilpässe El Rondo. Sehr schön. Oh. Viel besser. So, Frage wird, müsste Alexander auch gut sein? Antwort kein Schimmer, aber ich mag den Jungen. Diese Woche steht also der 17-jährige Mr. Alexander im Team. Tja, Auto fahren darf er noch nicht. Ich spare sie eine Witze. Auswärts in Reading. Auswärts in Reading. Ich weiß nicht, ob ich nochmal allein spielen soll. Ich hätte schon Bock, weil das war eben gerade ein bisschen kurz. Ich glaube, ich spiele nochmal allein. Und wieder Ersatz. Das nervt. Keine halbe Stunde mehr zu spielen in dieser Partie und jetzt kommt Hunter. Sehr ausgeglichene Partie bis hierhin, aber sie wollen natürlich mehr. Und die Frage wird sein, was kommt jetzt noch von Alexander? Vielleicht bekommt er ja die große, die entscheidende Chance. Es steht nur zu 0, okay. Wir müssen uns gut die Kraft einteilen. Richie. Henley. Callback.
Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Obita. Und er gewinnt den Zweikampf. Williams. Alex Hunter. Richie am Ball. Und direkt zurückgespielt. Das macht er durch, gut. Lauf durch. Boah, du hast ihn. Nein! Spiel das doch nicht, geh weiter. Boah, was für ein Auto, Mann. Ich muss doch eine Vorlage machen, du Hans. Der Einwurf könnte ihnen jetzt eine Chance einbringen. Gut in den Lauf gespielt. Das hohe Zuspiel hier für Williams. Ah, Mann, er sah so aus, wenn ich ihn hier kriege. Anita! Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Richie. Was ist das für eine Flanke? Ich wollte reinflanken, Mann. Hunter unter Druck, Ball draußen. Was für ein grandioses Spektakel hier von den Rängen. Das Stadion ist bebt. Ein irrer Support von den Rängen. Die Anhänger sind sensationell. Wir müssen Druck machen, Mann. Obita. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Ein gelungener Pass. Mann, wieder sehr wenig Zeit. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Alex Hunter. Wird's jetzt gefährlich? Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Scheiße. Behrens. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Das macht er klasse. Die Flanke gut abgefangen. Ball im Aus. Abstoß. Endspurt. Noch 5 Minuten. Und hier ist alles drin. Heute könnte ein Treffer gleich auch der entscheidende sein. Boah, scheiße, wie offen das Mittelfeld ist. Ey, wir brauchen ein Tor, Mann. McCleary. Wird das seine Torchance? Das gibt's doch nicht, ne? Und da ist er vorbei am Verteidiger. Das gibt's doch nicht. Da bekommt er Unterstützung. Schöner Pass. Jetzt schießt er. Da ist er durch, aber er behält die Nerven nicht. Ein ganz knappes Ding. Ja, bis dahin war es perfekt gespielt und dann fehlt vielleicht am Ende die Konzentration. McCleary. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Anita. Spiel doch, ey. Den spielt er gut. Ey, warum gibt er nicht aus? Ey, Mann. Mist, ey. So wichtige Punkte waren das. Naja, nächstes Spiel machen wir komplette Mannschaft, ne? So, die nächste Etappe von meiner Wertung kommt näher. Könnte sein, dass wieder Training angesagt wird. Aber komischerweise kommen gar keine Sequenzen mehr. Anscheinend liegt das daran, dass ich nicht gewinne.
So, gegen wen spielen wir jetzt? Mann, ey, wir müssen definitiv aufsteigen, ey, sonst kann ich meine Sachen wieder packen vom City. Zu Hause gegen Burton. Oh, wir sind noch Dritter, das ist noch gut. Wir haben simuliert, haben gewonnen. Okay. Hab ich gar nicht gemerkt jetzt. Boah, ich spiel gar keine Rolle mehr im Team. Guckt euch mal die Trainerwertung an, ey. Boah, wie ekelhaft. Ey, hör doch auf, ey. Warum simulieren? Komisch, ja? Ja, 0-0, wow. Super. Ja, gut, toll gemacht. Ja, super, ey. Jetzt der erste wieder total weg hinaus, ey. Da drauf. Mann. Problem ist, ich schieße keine Tore mehr, sonst würde ich überhaupt ein bisschen spielen. Fleiß, Ballkontrolle, enge Ballführung, Tempo, schnelle Dribblings, Ball abschirmen. Das alles trainieren wir jetzt. Okay. Trainerwertung ist ein bisschen höher gegangen, das ist schon mal gut. Guten Tag. Ich machen wir immer schwer, ne? Bei schwer kriegt man halt mehr Punkte dafür. Aber das ist dieselbe Übung. Halbesitz halten. Achso, das kann ich nicht, das ist noch gesperrt. Also müssen wir Mittel machen. Machen wir das hier. Zu schaffen, wir können jetzt spielen. Übrigens haben wir die 68er Wertung geschafft. Okay, jetzt können wir spielen. Mit Team spielen natürlich. Wir sind Vierter geworden, scheiße. Müssen die gewinnen. Derby County ist eins runtergegangen. Das müsste sein, da müsste sein, dass dieses Sheffield Witness der oder so, was er ist, aber mal schauen. Jetzt kommt er rein, Alexander, immerhin, 10 Minuten bleiben ihm noch. Und das bei einer deutlichen Führung, es läuft alles nach Plan. Und jetzt kann Hunter zeigen, was er drauf hat. Jetzt kann er sich vorne beweisen. Wir führen 3 zu 0, sehr gut. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Sehr schön, Eck. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und das gibt Eckball. Williams hat eine bessere Wertung. Was hat er was für eine Wertung? Was ist das denn? Musa Sissoko. Auch eine gute Wertung, aber hol ich besser.
Boah, der wäre fast drin. Nicht. Abstoß, Ball war draußen. Es gibt Spekulationen, ob Alex Hunter vielleicht den Verein verlässt, Buschi. Ja, es ist ja manchmal so. Wieder mal ein Transfergerücht aufgetaucht. Summe von 5 Millionen Pfund steht im Raum. Was Offizielles gibt es bisher nicht. Boah, sehr schönes Tor. Das ist jetzt eine Chance. Und jetzt ein Schuss. Ich glaub, Holland, Williams das macht das Tor. Ja, es ist okay. Der Ball berührt noch den Pfosten, aber geht dann rein. Und für einen Augenblick sah es wirklich so aus, als würde er wieder rausspringen. Aber schön klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Man kann sich fast festlegen. Das Ding dürfte durch sein und damit sind sie ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Absolut kein Zweifel, Wolf. Das war bis hierhin eine gute, eine wirklich überlegene Leistung. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Amons. Ganz schwacher Pass, Ball draußen. So. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Er spielt den Pass auf den Flügel. Fairer Einsatz hier. Amons. Komm, komm, komm. Nein! Scheiße. Er passt gut auf und hat den Ball. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt, der Gegner hat den Ball. Ah, schade, ey. Schade. Aber egal, wir haben gewonnen. Das war heute eine eindeutige Geschichte. Sie gewinnen mit... Das ist echt viel zu wenig für Alex. 10 Minuten Spielzeit ist echt wenig. Aber gut, dass wir jetzt hoch gewonnen haben. Aber das ändert sich nicht viel an der Tabelle, obwohl...